Und weiter geht's mit Let's Play Dragon Age. Können wir den Hund anreden? Nee. Warte mal, da unten ist nichts mehr. Okay, da haben wir jetzt einmal den Kunari. Du bist so ein schöner Hund. Das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich dich ansehe. Lady Cecily, ich habe nach dem Tod meiner Mutter bei ihr gelebt, hatte auch einen Hund. Er war klein, damit er unter den Armen und auf den Schoß passte. Wie hieß er noch gleich? Ach ja, Bonbon. Oh, Bonbon war schrecklich. Er hat sich immer versteckt, wenn er jemanden kommen sah. Und dann biss er demjenigen in die Knöchel. Seine Zähne waren scharf wie Rasiermesser. Sehr schmerzhaft. Einmal griff er auch mich an, stürzte sich auf mein Bein. Ich dachte, es wäre eine kranke Ratte und trat danach. Bonbon flog durchs Zimmer und über das Treppengeländer. Er hat es überlebt, kam danach aber nie wieder in meine Nähe. Bye bye, Bonbon. Na du? Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich hab den Schlüssel für euren Käfig. Oder warte mal. Was habt ihr getan, um diese Behandlung zu verdienen? Ich wurde wegen Mordes verurteilt. Haben euch die Dorfbewohner das nicht erzählt? Seid ihr schuldig? Fragt ihr, ob ich mich schuldig fühle oder ob ich für die Tat verantwortlich bin. Egal, was ich fühle oder getan habe. Mein Leben ist verwirkt. Wenn ihr euch wegen der Morde schuldig fühlt, warum habt ihr sie dann begangen? Wenn ihr kein Bedauern kennt, habt ihr entweder ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis oder ihr führt ein erbärmliches Leben. Wen habt ihr ermordet? Die Bewohner eines Bauernhofs. 8 Menschen sowie die Kinder. Das ist schrecklich. Ich stimme euch zu. Ah! Lass den Ruhe. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Schon klar, schöne Frau, wir werden da schon rausholen, meine Fresse. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich hab den Schlüssel. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meiner Aufsicht zu stellen. So soll es sein. Lasst mich frei. Und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Also gut, ich lasse euch frei. Es ist also geschehen. Und jetzt ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Danke, Stan. Ich freue mich, euch bei uns zu haben. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Ja, können wir. Und den musst du jetzt auch ein bisschen umbauen. Hündchen kommt weg. Unbedingt. Her. Und los. Jawohl, und der Hund ist trotzdem dabei. Haha. Ich hoffe, die Dialoge von mit dem Hund sind trotzdem noch vorhanden. Okay. Jetzt müssen wir da rüber. Schauen, dass wir die ganzen Quests da fertig... wir haben ja ein Level Up. Sehr schön, sehr schön. Bisschen mehr Magie. Jawohl. Mal ein bisschen mehr Stabschaden. Sehr schön. Was haben wir da noch? Ich weiß es nicht. Was ist das? Siegel der Lähmung. Zauber Irrlicht. Hey, warte mal. Ich glaube, das ist ein Buff. Ach, der was nicht automatisch in der Leiste ist. Voilà, da. Wie ihr wünscht. Sehr schön. Genau so wird es geschehen. Sehr schön. Und noch ein Buff. Bam. Liliana, du kommst da. Du hast doch auch einen Buff, oder? Ja. Oh, was für ein schönes Lied. Hast du auch einen Buff? Feuer- und Eisschwert? Interessant. Hihi. Ah.
Ja! Leute, hinlegen! Ja, du hast auch ein Level Up, sehr schön. Ein bisschen mehr Stärke für dich. Was machen wir da? Präziser Schlag. Hm. Da hätte ich gerne ein bisschen. Ah, da. Sehr schön. Hm, lass mir raten, du bist immer noch zu schwach, als dass wir da was Stärkeres geben könnten. So schaut's aus. Ah. Na gut. Willenskraft, okay. Aber kann ich dann mal was plündern von deren Arschlöcher? Achso, die Leiche von der Mutter. Okay. Ah! Mei, sind die süß. Die wollen wir doch nicht angreifen. Die sind Dämonen des Zorns. Heiliger. Au. Oder? Na, doch nicht. Ich hätte gedacht. Hm. Sind wir da soweit fertig? Ja, dann können wir die Quest zu. Die Quests abgeben. Schnell gegangen. Na gut, ist ja ein kleines Gebiet, nicht? So groß sind die Gebiete ja da Gott sei Dank nicht. Bei Dragon Age 3 schaut das auch schon ein bisschen anders aus. Die Gebiete sind zu groß. Naja. Ist der Junge eigentlich noch da? Na, dann werde ich doch zur Kirche gekommen sein. Alles klar. Ach, und deswegen habe ich von dir vorher Kohle gekriegt. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ja. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. Dann hörte man den Erbauer. Man sah, dass es gut war. Warte mal, haben wir mal Gegenstand erhalten? Wahrscheinlich irgendeine Waffe oder Rüstung, oder? Nein. Verdammt. Warte mal kurz. Ach scheiße, wir haben keine Bolzen. Fail. Ich geb's zu. Fail. Naja. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Naja, nehmen wir so viel nicht. Wenn wir 5 Goldmünzen abgeben haben. Da ist nichts mehr, oder? Nein, sehr gut. Dann ab ins nächste Gebiet. Ich finde das cool, wie viel Buffs das jetzt schon. Das gibt ordentlich Power. Und jetzt haben wir ja auch zu fünft. Da brauchen wir uns höchstwahrscheinlich nicht. In Ordnung. Warte mal kurz, da oben wollte man, könnte man da reinschauen, oder? Kommen wir da rein? Nö. Okay, dann nicht. Ja, ich muss auf alle Fälle, oder sagen wir so, mit ziemlicher Sicherheit den Schwierigkeitsgrad nicht reduzieren. Vor allem jetzt, wo wir schon zu 15 und ihr das Hundchen mitnehmen kann. Die zwei Zwerge sind weg. Okay. Jetzt kommt eine Katze. Böse Träume, was?
Alles wirkt so real. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon, ist das der Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja, das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Ich habe keine Angst. Ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen. Duncan dachte, bei mir wäre eins im Zimmer. Ein Moment bar jeder Peinlichkeit. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Gleich. Wir werden uns zuerst einmal mit unseren Verbündeten ein bisschen unterhalten. Fangen wir mal mit der Außenseiterin an. Morrigan, warum so weit weg? Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch etwas fragen. Wenn es sein muss. Wie wurdet ihr zur Gestaltwandlerin? Ich wurde nicht so geboren. Es ist eine Fähigkeit von Flemeth, die sie sich über viele Jahre in der Wildnis angeeignet hat. Die Chasend erzählen sich von uns Hexen, dass wir die Form anderer Wesen annehmen, um sie versteckt zu beobachten. Wenn ein Kind allein ist, von seinem Stamm getrennt, dann schlagen wir zu, verschleppen den schreienden und zappelnden Jungen, um ihn dann zu verspeisen. Eine höchst amüsante Legende. Eure Mutter kann das also schon ziemlich lange. Ihre Gestalt wandeln mit Sicherheit. Über das Verspeisen von Kindern weiß ich nichts. In meiner Anwesenheit kam das nie vor, aber im Vergleich zu ihr bin ich ja auch noch sehr jung. Warum fragt ihr? Wollt ihr etwas Spezielles wissen? Könnt ihr euch in einen anderen Menschen verwandeln? Die Gestalt eines Tieres unterscheidet sich von der meinen. Man muss die Kreatur studieren, wie sie sich bewegt, wie sie denkt. Mit der Zeit kann ich dann zu der Kreatur werden. Aber von einem Menschen lerne ich nichts. Er ist schon so wie ich. Die Antwort lautet also nein. Meine menschliche Gestalt ist die einzige, zu der ich fähig bin. Kann jemand zum Gestaltwandler werden? Jeder, dessen Wille stark genug ist. Aber die Verwandlung ist ein magischer Akt, also ein Zauber. Daher kann ihn nur ein Magier wirken. Ihr könntet die nötigen Zauber durchaus erlernen, wenn ich sie euch beibringe. Verbringt ihr viel Zeit als Tier? In manchen Nächten hat mich die Wildnis zu sich gerufen. Das ist wohl wahr. Man betrachtet die Welt um sich herum und denkt, alles sei vertraut. Aber ich habe sie als Wolf gerochen und als Katze gehört, bin durch Schatten geschlichen, von deren Existenz ihr nicht einmal zu träumen wagt. Aber ich lebe als Mensch und unterliege keinerlei gegenteiligen Illusionen. Und wie reagieren andere Tiere auf euch, wenn ihr verwandelt seid? Sie scheuen nicht zurück. Ich glaube, sie nehmen mich als eine der ihren wahr. Was sie denken, weiß ich allerdings nicht. Denn so wie ich in jeder Form Mensch bleibe, bleiben sie Tiere. Darum können sie nicht sprechen, selbst wenn ich sie fragen würde. Von so einer Magie habe ich noch nie gehört. Nicht? In entfernteren Ländern ist so etwas durchaus bekannt. Es gibt magische Traditionen außerhalb des Zirkels der Magie, egal was diese Magier euch glauben machen wollen. Manche dieser Traditionen sind sehr alt und wurden als Geheimwissen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Eiferer der Kirche würden die Bewahrer solcher Magie ausrotten, wenn sie könnten. Aber zum Glück gibt es noch welche, darunter auch meine Mutter. Das ist gut, derlei Traditionen müssen erhalten bleiben. Ich bin schockiert, dass ihr so denkt. Wart ihr doch eine Magierin des Zirkels. Aber vielleicht fühltet ihr euch ja wie ein Vogel im Käfig, gefangen in dem großen dunklen Turm.
Ja, sehr sogar. Dachte ich mir. Das ist alles, was ich fragen wollte. Wirklich? Habt ihr denn noch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten? Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Das wäre das Mindeste. Ich finde es ein wenig eklig. Naja, ich finde eure Fähigkeiten ziemlich nützlich. Eine sehr pragmatische Meinung. Von einem Mann habe ich so etwas noch nie gehört. Aber genug davon. Lasst uns gehen, bevor wir noch Staub ansetzen. Yeah, plus 7. Und nein, wir können keine Romanze mit ihr eingehen, weil sie steht nur auf Männer. Jetzt, zweites Gespräch geht's ja nicht wirklich aus. Ah, doch. Mit dir. Hihi. Na, mein Kleiner? Na, du mieses Kleines. Was los? Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur. Das war ja nur eine Warnung, er hätte euch die Hand abreißen können. Glaubt ihr, das wüsste ich nicht? Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Es wird mir eine Lehre sein. Ich habe einst eine sehr alte Legende über die Hundekrieger gehört. Zur Zeit der alten Stämme sollen sie ihre Mabari mit dem Fleisch der Gefallenen gefüttert haben. Nun, das hat man mir zumindest erzählt. Manchmal soll es sogar Menschenfleisch gewesen sein. Ach komm, als würdest du den Unterschied erkennen. Woher weißt du denn, dass du nicht schon einmal mit so etwas oder so jemandem gefüttert wurdest? Ma, was ist mein Hund hier drüber? Ich würde dir niemals Menschenfleisch füttern. Wenn er es frisst, wäre es aber kein Kannibalismus. Und recht hat er nicht. Uah, seht nur, was euer Köter in meinem Gepäck hinterlassen hat. Ein verrotteter, halb zerfressener Hase ist nicht unbedingt das, was eine Frau in ihrer Unterwäsche finden möchte. Ich glaube, der Gestank kann ja wohl kaum noch schlimmer werden. Es ist der Gedanke, der zählt. Der Mann ist doch nur gut. Dieser dreckige Köter kann ihn zurückhaben. Hier. Und sagt ihm, er soll das nicht nochmal machen. Es war ein Geschenk. Er könnte es nicht einfach so wegwerfen. Ja. Ja. Zu spät. Ich will es nicht, du nutzloser Flohteppich. Ich glaube, ihr habt seine Gefühle verletzt. Er versucht nur, uns zu manipulieren. Glaubt mir, ich mache es genauso. Noch was? Da haben sie zwar gefunden. Du bist ein wahrer Krieger und verdienst Respekt. Okay, für heute soll's reichen. Morgen werden wir mit den Restlern im Lager reden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.